Hallo, herzlich willkommen zur ersten Folge Molle und Korn. In dieser Show werden wir für euch ein paar Getränke testen, Bier, Wein, Schnaps, mal gucken, was so kommt. Neben mir ist der Mikey und wir haben heute für euch koreanischen Reispunsch. Habe ich bei mir im Asiamarkt gefunden, bin ich gespannt drauf, wir wissen nicht, ob Alkohol drin ist. Aber die Zutatenliste sieht sehr vielversprechend aus, Malz, Zitrusextrakt, Reb-A, was auch immer das sein soll, steht drauf, gut schütteln. Aber allerdings erhoffen wir uns ein bisschen Alkohol. Ja, mal gucken. Natürlich schön, ne? Ist ja jetzt Winter und kalt und da ist ein bisschen guten Punsch, der wärmt ordentlich durch. Mhm. Mal sehen, was das wird. So, gieße ich mal ein hier. Oh, schon für ein Stückchen drin. So, mal riechen hier. Also, es riecht nach kaum etwas. Riecht nach kaum was, so ein bisschen wie, weiß nicht, Milchreis oder so. Weiß nicht, was sagst du? Also man riecht ganz leicht diese Zitrus, also dieses Zitruspulver raus, was da drin sein soll, aber ja, stimmt, das hat es ist wirklich minimal. Okay, dann würde ich sagen, Prost, ne? Reispunsch. Ja. Ja. Süßes Wasser im ersten Moment, oder? Jetzt. Ja, und am Ende auch. Und am Ende auch? Ich krieg diese Stückchen nicht so richtig. Ja, mal sehen. Na, jetzt hatte ich welche. Also man schmeckt, dass Reis drin ist. Es hat so ein bisschen was, ne, von so ein bisschen Milchreis oder so. Ich glaube, Alkohol ist nicht drin. Nee. Ja, schmeckt man leider gar ja, nicht. Ja, ist jetzt, ich sag mal nicht enttäuschend. Ich habe mir ein bisschen mehr erwartet davon. Ja, mal sehen. Kann man trinken, muss man aber nicht unbedingt. War ein Versuch wert. Ich würde sagen, wir geben auch hier, wie bei meiner Show Suppenküche, ein kleines Ranking. Ja. Ich habe immer diese Stücken nicht erwischt. Ich würde gerne mal so. Ne? Ah, ich habe die schon erwischt. Hm. Schmecken ja, nach nichts, aber angenehm. Nach Reis, ja. Also, ich würde. Es hat man Reis mehr gemacht. Ich sag mal, Skala 1 bis 10 kriegt von mir eine 4, weil. Es ist kein Alkohol drin, wie erwartet. Es schmeckt auch nicht wirklich nach Zitrus, auch nicht wirklich nach Ingwer, auch nicht wirklich nach Malz. Es ist halt wie so ein bisschen Milchreissaft oder so, ne? Ja, ich muss sagen, ich würde eine 5 geben, weil ich denke, jetzt nicht im Winter, aber im Sommer wäre das ein gut erfrischendes Getränk. Stimmt, ja. Wenn es ein bisschen kälter noch wäre, wir haben es jetzt nicht aus dem Kühlschrank geholt oder so. Und ich denke, zum Mischen könnte man da auch rein was machen. Ja, ne? Vielleicht so ein bisschen Whisky rein oder so. Ja, ein Whisky wäre gut. Können wir mal probieren. Ja, das war schon die erste Folge von Molle und Korn. Mal gucken in der Konstellation, ob wir noch ein paar mehr Videos hinkriegen, vielleicht ein paar Biere euch vorstellen. Wir haben in Bestellung einen Cider aus Schweden. Bin ich schon sehr gespannt drauf. Ja, und dann sehen wir uns zur nächsten Folge wieder. Bis dann. Wie immer, habt eine schöne Woche, macht's gut und bis bald.